Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Beat Schlempfer, ich bin Studienleiter vom Masterprogramm Kulturmanagement Praxis. Es ist heute unser zweites Ateliergespräch, das wir durchführen. Die Ateliergespräche haben zum Hintergrund, dass wir Themen behandeln, ein bisschen in einer öffentlichen Umgebung diskutieren, wo Kulturmanagement im weiteren Sinn berührt. Kulturpolitische Aspekte berühren, vielleicht auch finanzielle Aspekte, inhaltliche Aspekte berühren, die im Kurs behandelt werden. Heute lautet das Thema Kulturmanagement, also mir selber. Und ich möchte jetzt eigentlich gerade, da ich als Kulturmanagementleiter mitbeteiligt werde, das Wort Christian Zwinki geben. Der Christian Zwinki wird den heutigen Abend moderieren. Ich danke dir vielmals, dass du das machst. Und ich danke auch allen anderen Anwesenden. Sie werden dann einzeln vorgestellt von Christian, dass sie heute gekommen sind. Und ich bedanke mich natürlich auch für ihr Interesse. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Merci. Okay, gut. Vielen Dank, Beat Schlepfer. Auf meiner Seite möchte ich Sie auch begrüßen zu dem heutigen Abend. Ich habe am Anfang vielleicht so eine formelle Frage. Ist Mundart für alle, die da sitzen, gut oder sollen wir in Hochdeutsch schwätzen, weil die ganze Vermittlung hat keinen Sinn, wenn sie nicht ankommt und nicht verstanden wird. Also in dem Sinn, aber ich sehe da keinen Vorbehalt, dann machen wir die Arbeit oder die Diskussion heute auf Mundart. Der Anlass von dem heutigen Abend sind einerseits natürlich die Ateliergespräche, die eingeführt worden sind, andererseits ist es eine Diplomarbeit, die geschrieben worden ist in dem letzten M1-Kurs Kulturmanagementpraxis bei der Hochschule Luzern Design und Kunst. Eine Verfasserin von dieser Arbeit ist da. Der Titel von der Arbeit war Kulturmanagement, Ursachen und Nebenwirkungen, wobei das nebenhin in Klammern gestellt ist. Was wir hier sehen, rund um uns herum, ist ein Resultat von dieser Diplomarbeit, die Ausstellung. Ein anderes Resultat ist die Schrift, die hier blau in dem blauen Büchlein aufliegt. So, wir sehen es hier in dem ganzen Raum schon, da stehen jede Menge Fragen und Statements zu dem Begriff vom Kulturmanagement und es geht mir glaube ich heute darum, diesen Begriff zu klären oder diesen Begriff mit Inhalt, mit Meinungen, mit Ansichten zu füllen. Kultur und Management sind zwei Begriffe, die eigentlich sehr akzeptiert sind, sofern sie einzeln stehen. Kultur an sich, denke ich, ist sehr akzeptiert und Management im allgemeinen gesellschaftlichen Trend von der Ökonomisierung ist, glaube ich, auch allerorts bekannt und akzeptiert. Kritisch ist, wenn die Begriffe heiraten, wenn sie sich näher kommen, so. Wobei, wenn Management vor Kultur gestellt wird und man vom Management Kultur schwätzt, gibt es eigentlich noch gar kein Problem. Kommt es umgekehrt herum, dass Kultur vor das Management gestellt wird, können sich die Begriffe zu einem Reizwort entwickeln. Also, 15 Jahre ist etwa her, seit die ersten Ausbildungen in Deutschland angefangen haben zum Kulturmanagement. Und in den 15 Jahren ist es eigentlich noch nicht so weit gekommen, dass der Begriff eine absolute Selbstverständlichkeit geworden wäre. Er ist heute immer noch umstritten. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung dazu, bei der Studie von dieser Arbeit, aber auch sonst, wenn ich herumgelesen habe, wie viel das Kulturmanager oder Kulturmanagement-Seite an Zeit aufbringt, um den Begriff zu legitimieren. Mir fällt auf der anderen Seite auch auf, wenn ich in meinem beruflichen Umfeld herumlese, wie die Skepsis, dass der Begriff teilweise bei den Kulturschaffenden oder der Kulturszene auslöst. Es wird da geschwätzt davon, dass das ein momentaner Hype sei, der wieder abflache, dass da Kulturmanager auf Halden produziert werden, dass es nur noch um Business geht und nicht mehr um Kultur, dass die Inhalte abflachen, dass es zur Folge hat, dass es unendlich viel Gesuch gibt. So der böse Spruch macht die Runde, machst du noch Kultur oder managest sie schon? So, also das Ganze zeigt, dass man da in einem ziemlich ambivalenten und kontroversen Thema drin sind. Was will jetzt aber oder was kann das Kulturmanagement? Das ist, glaube ich, oder das ist, wie es ausgeschrieben ist, das Thema vom heutigen Abend. Mich interessiert es natürlich, oder was ich da unter Spannung finde, ist, die Begriff Kultur und Management in den unterschiedlichen Beziehungen zu untersuchen. Also einerseits die Beziehung zwischen Kultur und Management, in den Vorurteilen, in den Ängsten. Dann aber auch natürlich in den Wirkungen, in den Erwartungen und Wirkungen, die die Disziplin hat.
Ich möchte kurz vielleicht Teilnehmer vorstellen, die da rund um mich herum sitzen. Fange ich an gerade mit Katja Mosele. Sie ist Diplomantin vom MAS Kulturmanagerin, Absolventin und frisch diplomierte Kulturmanagerin. Also. Sie ist Co-Autorin, ich habe das schon gesagt, von dieser Studie. Und ich glaube, sie kann auch sehr gut aus dieser Studie und aus der Arbeit zu dieser Studie die Resultate aus diesen Umfragen und Erkenntnissen präsentieren. Sie lebt und schafft in Luzern. Dann der Dani Huber, links gerade neben mir, er ist der Kulturbeauftragte vom Kanton Zürich. Vom Kanton Luzern. Er kann aus der Sicht der Förderer beurteilen, wie ein Kulturmanagement Kulturlandschaft, zumindest in der Innerschweiz, aber auch den beruflichen Alltag von einem Kulturverantwortlichen verändert hat. Neben mir ist der Marco Leuchli, ursprünglich ein Theatermann, bis vor kurzem Stiftungsrat bei der Pro Helvetia. Er hat die Kulturstiftung vom Kanton Thurgau geleitet, ist jetzig Dozent im Nachdiplomstudiengang über Kulturförderung und Kulturpolitik. Er tut selber kulturelle Projekte betreuen, ist involviert im Projekt Tanz vom BAC, dort in der Steuergruppe vom RESO. Und er kann uns sicher erzählen, einerseits, was mit was für Erwartungen von er von den Studenten konfrontiert ist und was er denen gegenüberstellen kann. Und dann ganz rechts aussen, Silvia Henke. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und ebenfalls Dozentin an der Hochschule Luzern Design und Kunst für Kulturwissenschaften. Da interessiert sicher ihre Input, oder mich interessiert sicher ihre Input, die sie geben kann. Inwiefern dass sich die Beziehung zwischen Kultur und Gesellschaft durch Kulturmanagement verändert oder wie sich das gegenseitig beeinflusst.